mache gerade massenweise an Seife aus Orangenschalen. Empfehle ich jedem, natürliche Seife herzustellen. Wir behalten alle Schalen, die wir haben, in großen Containern, tun die da rein und dann tun wir die Schale in einen Blender und dann wird die Schale ausgepresst. Dann könnt ihr die Schale noch mal richtig auspressen mit so einem Kautschuk-Ding zum Beispiel. Und das, was dann überbleibt, meistens ist auch schon ganz viel Flüssigkeit, wenn es über Tage stehen lässt, so vorhanden. Und dann filtert ihr das. Und das, was überbleibt, ist dann nochmal sehr reinigend. Also wenn ihr saubere Hände braucht zum Wunden reinigen oder was auch immer. Zur letzten Zeit brauchen wir das zum Sauerkraut machen, wenn du oder Pilze anbauen, wo man wohl keine Bakterien rankommen können, ist das nochmal sehr desinfizierend und der Rest kann so als Seife verwendet werden. Jo, der Tipp des Tages. Ciao.